löst dich von anderen Vorurteilen, die du anderen Menschen gegenüber hast. Die bringen dir nämlich nichts, weil die so zu verstehen sind, dass sie nur deine Meinung widerspiegeln. Und wenn du eine Meinung hast, was bringt dir das, dass du die im Vorfeld schon äußerst? Zumindest in deinem Hirn ablegst. Das bringt dir gar nichts. Und genauso solltest du dir mal die Frage stellen, wenn du viel freier und offener durch dein Leben gehst, was dir das öffnet. Nämlich eine ganze Menge. Weil wenn du irgendwelche Sichtweisen hast und du stufst automatisch jemanden schon ein, das bringt dir gar nichts. Und genauso solltest du das jeden Tag in dein Leben mit integrieren, weil du dann bedachter bist und dir ganz klar sagst, wie kann man es besser machen, und die Menschen werden automatisch ganz anders dir entgegentreten und du wirst Impulse bekommen, die hast du so gar nicht verdient, wenn du es auf eine andere Art und Weise machst. Und da solltest du jetzt mal dran denken und dran arbeiten, dass du dich von deinen sogenannten Vorurteilen löst. Von all den Dingen, die du quasi in deinem Kopf hast, die dir aber nichts bringen. Und das sind genau diese Bereiche, diese Punkte, die dich nicht an dein Ziel führen, aber ganz, ganz viele Menschen einfach handhaben und meinen, das ist wichtig. Such dir das und befinde dich in dieser Situation, dass du das umsetzt und dass du auch denkst, dass es richtig ist. Mach da was raus. In diesem Sinne, denk daran und bis dann.